Der Tod, das muss ein Wiener sein. Mit diesen Worten von Georg Kreisler eingeleitet, möchte ich in diesem Video klären, warum dem Wiener ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod zugesprochen wird. Referenzen hierzu gibt es genügend weitere. Helmut Qualtinger sagte, in Wien musst du erst sterben, damit sie dich hochleben lassen, aber dann lebst lange. Oder auch Wolfgang Ambros mit seinem Lied »Es lebe der Zentralfriedhof«. Man sagt, ein Künstler, der längere Zeit in Wien lebt, muss mindestens ein Werk dem Thema Tod widmen. Um die Verbundenheit des Wieners mit dem Tod zu verstehen, müssen wir zunächst bis ins Mittelalter zurückblicken. Zu dieser Zeit war es allgemein üblich, die Verstorbenen bei einer Kirche zu bestatten, um möglichst nahe bei Gott zu sein. So gab es auch direkt im Stadtzentrum beim Stephansdom einen Friedhof, woran die Vergilkapelle, eine Krypta unter der nicht mehr vorhandenen Friedhofskapelle, erinnert. Der Name Friedhof kommt übrigens vom Wort Freithof, was lediglich einen eingefriedeten Ort bezeichnete. Dieser wurde nicht nur als Beerdigungsort genutzt, sondern war auch ein Platz für das öffentliche Leben, an dem gehandelt und gefeiert wurde. Der Tod wurde somit nicht an den Rand gedrängt, sondern in den Mittelpunkt gestellt. In Wien konnte sich offensichtlich dieses Prinzip über das Mittelalter hinaus halten, auch wenn im 16. Jahrhundert alle Friedhöfe innerhalb des Stadtgebietes aufgrund schlechter hygienischer Verhältnisse aufgelassen wurden. Die Habsburger trieben diesen Totenkult um ihre Verstorbenen in weiterer Folge erst richtig voran. Sie ließen sich in aufwendigen Zeremonien und Totenmärschen gleich an drei verschiedenen Orten bestatten. In der Kapuziner- oder auch Kaisergruft befinden sich die Gebeine des kaiserlichen Hauses in äußerst prachtvollen Särgen. Deren Innereien brachte man in die Katakomben des Stephansdoms. Die Herzen fanden ihren Platz in einer eigens dafür geschaffenen Herzgruft in der Augustinerkirche direkt bei der Hofburg. Auch wenn die Dreifachbestattung den Habsburgern vorbehalten blieb, begann der Adel und das reiche Bürgertum, diese Inszenierungen des Todes nachzuahmen. Unter dem Stichwort die schöne Leich ließen die Wiener ihre Begräbnisse als große theaterähnliche Vorführungen gestalten. Manche sparten sogar ihr Leben lang für eine besonders prächtige Beerdigung. Die Entwicklung der Friedhöfe wich jedoch noch in früherer Zeit von diesem Totenkult ab. Der Kaiser ließ im Rahmen der Josephinischen Reform 1784 das Bestattungswesen reformieren. Aufgrund von Sparmaßnahmen führte man beispielsweise Schachtgräber und Klappsäge ein. Der dem Tode nahestehenden Wiener Bevölkerung gefiel dies zum Teil überhaupt nicht, weswegen viele dieser Maßnahmen rückgängig gemacht wurden. Was jedoch nachhaltig durchgesetzt wurde, ist die weitere Auflassung von Friedhöfen, diesmal all jene innerhalb des Linienwalls. Als Ersatz wurden 5 neue Friedhöfe, nämlich der St. Marxer Friedhof, der Hunsdorfer Friedhof, der Mastleinsdorfer Friedhof, der Währinger Friedhof und der Schmelzer Friedhof errichtet. Von diesen ist jedoch nur mehr der St. Marxer Friedhof erhalten, was ihm zu einer der letzten Biedermeier Friedhöfe macht. Berühmt wurde dieser jedoch aufgrund einer anderen Tatsache. Hier wurde nämlich Wolfgang Amadeus Mozart in einem einfachen, anonymen Grab beigesetzt. Seit der Eröffnung des Zentralfriedhofs 1874 fanden hier keine Beerdigungen mehr statt. Er wurde jedoch nach langer Zeit der Vernachlässigung wiederhergerichtet und der Öffentlichkeit als Parkanlage zugänglich gemacht. Übrigens werden Friedhöfe in Wien generell nicht nur zum Gedenken aufgesucht, sondern dienen auch als naturnahe Erholungsgebiete. Also selbst heute wird der Tod in der Freizeit der Wiener nicht komplett ausgegrenzt. Welcher Friedhof auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben darf und ein kulturelles Kernstück Wiens darstellt, ist der Zentralfriedhof. Mit 330.000 Grabstellen und über 3 Millionen beigesetzten Personen auf 2,5 Quadratkilometern war er ursprünglich der größte Europas. Heute liegt er an zweiter Stelle. Trotz des Namens liegt er der enormen Größe zu verschulden an der Stadtgrenze, einst sogar außerhalb der Stadt. Dies und die damalige karge Gestaltung wurde den Ansprüchen der Wienerinnen und Wiener nicht gerecht. Die Anbindung konnte durch die Straßenbahnlinie 71, die bis heute in die Innenstadt führt, verbessert werden. So entwickelte sich auch der umgangssprachliche Spruch für einen Verstorbenen,
Er hat den 71er genommen. Wohl weltweit einzigartig waren die zeitweise durchgeführten Totentransporte über die Straßenbahn. Seit den 70ern gibt es sogar auf dem Friedhofsgelände einen eigenen Bus mit 19 Stationen. Spätestens durch die Errichtung der Friedhofskapelle zum heiligen Karl Borromäus im Jugendstil sowie einiger weiterer Gebäude von Max Hegele im frühen 20. Jahrhundert und durch die immer üppigere Vegetation gewann der Friedhof an Sympathie bei der Wiener Bevölkerung. Heute gibt es sogar offizielle Laufstrecken auf dem Gelände und was in Wien natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Kaffeehaus. Wenn man sich noch mehr über die Geschichte der Bestattung informieren möchte, kann das ortsansässige Bestattungsmuseum besucht werden. Der Zentralfriedhof bietet noch genügend Stoff für ein weiteres Video. Auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg begann man wieder mit der Auflassung von Friedhöfen, was allerdings ab 1975 aufgrund einer Volksbefragung mit einer klaren Mehrheit gegen diese Auflassung gestoppt wurde. Derzeit sind 55 Friedhöfe in Wien in Betrieb, wovon 9 konfessionelle Begräbnisstätten sind. Einer, der nicht mehr in Benutzung ist, ist der Friedhof der Namenlosen am südöstlichen Stadtrand. Er wurde von der Stadt angelegt, um Personen, die in den Fluten der Donau ertranken, eine letzte Ruhestätte zu erweisen. Seinen Namen bekam er dadurch, da viele der Verstorbenen nicht mehr identifizierbar waren und so keinen Namen auf ihren Grabstein tragen. Selbst in der modernen Architektur der Zentrale der Friedhöfe Wiens wird das Thema Tod nicht negativ konnotiert. Das Gebäude soll vielmehr hell, freundlich und besinnlich wirken. Zum Abschluss bleibt nur mehr zu sagen, wenn es um den Tod geht, ist man in Wien an der richtigen Stelle. Mit diesen Worten wünsche ich euch ein schauriges Totenfest.